Heute gibt es einen sehr einfachen Apfelkuchen, einen Allgäuer Apfelkuchen mit Walnüsse. Viel Spaß beim Nachbacken. Für diesen Kuchen benötigen wir einen Mürbeteig, bestehend aus Mehl, Zucker und Butter und dann die Äpfel, Zitronensaft und Walnüsse für das Innere und für den Guss Eier, Zucker und Schmand. Und wer will, kann noch etwas Weizenstärke dazugeben. Ich habe ja meinen Mürbeteig schon fertig, immer eingefroren. Es ist immer gut, wenn man vorbereitet ist und schnell einen Kuchen backen will. Den Teig auftauen und in die Form einbringen. Mit der Gabel stupfen, damit beim Backen, beim Vorbacken keine Blasen entstehen. Die Äpfel vorbereiten, solange der Boden im Ofen ist. Mürbeteig für Obstkuchen backe ich immer vor. Das ist einfach besser, weil der Teig dann unten auch richtig gebacken wird. Die Äpfel schälen und sofort in ein Zitronenwasser legen, damit sie nicht braun werden. Das Ei oder beziehungsweise die Eier, der Zucker dazugeben. Die Schüssel steht auf einer Waage, also nicht breit Daumen. Und dann richtig gut schaumig rühren. Weißschaumig, so wie sich das gehört. Der Mürbeteigboden ist gebacken und jetzt kommt der Rand dran. Einfach eine Rolle formen und Mürbeteig ankleben. Keine Angst, der wird hervorragend gebacken. Das macht überhaupt nichts aus, weil der Boden jetzt schon fertig gebacken ist. Die Äpfel abseihen, gut ablaufen lassen und in die Form einlegen. Sind die Äpfel sehr weich, kann unten noch etwas Biskuitbrösel dazugegeben werden. Und jetzt, wie man hier sieht, oben auf die Walnüsse. Die Nüsse geben dem Kuchen das nötige, unverwechselbare Aroma. Inzwischen sind auch die Eier richtig schaumig gerührt, geschlagen. Der Schmand dazugeben, gut unterrühren. Leider habe ich da kein Bild davon. Da war die Kamera nicht eingeschalten, aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann ja jedes Kind nachvollziehen, wie das funktioniert. Und dann kommt die ganze Masse einfach auf den Kuchen drauf. Und wie am Eingang schon gesagt, eventuell noch etwas Weizenstärke dazugeben, unter diesen Teig mit einrühren, dann wird es vielleicht etwas besser. Aber mir ist es so auch recht. Gut verteilen und ab in den Ofen. Je nach Ofen bei 170 Grad etwa gute halbe Stunde. Nachkontrollieren, ob die Äpfel auch gebacken sind oder ob noch Flüssigkeit im Kuchen ist. Ansonsten nochmal in den Ofen rein und fertig backen. Den Apfelkuchen aus dem Ofen nehmen, auskühlen lassen, vom Rand etwas lösen und dann einfach umdrehen, aber erst wenn der Kuchen kalt ist. Sonst könnte er brechen. Und wie wir hier sehen, könnte der Boden noch etwas besser vorgebacken sein. Er ist nicht so richtig schön dunkel, aber so geht es auch ganz gut. Und der angeklebte Mürbeteigrand ist einfach richtig gut gebacken. Ja, dann gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachbacken. Und ihr wisst ja, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo. Vorbereitet werden Käsekuchen, eine Nussbuttercremetorte und eine Zitronenrolle mit Sahne. Tschüss.